in diesem Moment hatte ich ein bisschen Angst um meine Eltern. Weil sie lebten auch in Algerien, in einer kleinen Stadt. Und da habe ich gesagt, wenn sie irgendwann erfahren, Kamel Ouafi macht auch die Gartenanlagen des Jüdischen Museums, da ist Verrat. Und diese Situation war für mich unerträglich und schwierig. Aber ich habe mich entschieden, in Deutschland zu leben. Und habe ich gesagt, für mich, es ist ganz wichtig, dass ich mich dieser Herausforderung stelle. Und im Grunde genommen war diese Herausforderung so positiv, weil ich habe eigentlich damals gelernt, in diesen Sitzungen, wie sie eine gewisse Abstand, Neutralität und auch Ehrlichkeit zueinander hatten. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, mit dieser ganzen Kalligrafie von Cézanne Lestrange. Ich glaube, das war sozusagen der Start in meinen Kopf, meine eigene Kultur kennenzulernen, die orientalische Kultur. Und dann habe ich eine Fusion zwischen Orient und Okzident gesucht. Mit Wettbewerbbeteiligung, mit Zeichnungen, mit Konzepten habe ich auch dieses Thema der ornamentalen Landschaft, der, was ich nenne arabeske Landschaft, immer wieder weiterentwickelt. Man tritt ja hier ein, wie in einen geschützten Raum und kann, was Stadtgeräusch und ein anderes Umfeld betrifft, ausblenden. Was ich auch ganz originell finde, wenn man mal so guckt, dass die großen Bäume, die zum Park gehören, so richtig hier rüber gucken. Ne? Die hängen ihre Arme und ihre Äste hier rüber und das ist, als wenn sie auch irgendwie teilhaben wollen an der Atmosphäre, die hier drin existiert. Und was mich erfreut hier an diesem Garten ist, dass ich auch diese Art Islamik, also islamischen Kunst, praktisch in der Reliefarbeiten, in der Arabeske, artikulieren könnte in vielen Hinsichten. Also in den Fliesen, im Boden, in den Wänden, in den Mauern und in der Holzarbeit. The Arabesque is a kind of drawing, full of imagination, full of motion, and it's close to the Hebrew writing. It's a basic element in Kamel Ouafi style or cultural approach.